willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist so viel passiert. Ihr wisst alle, heute Abend geht das Weihnachtsevent los, dazu gleich noch mehr. Dann Deoxys kommt in seiner neuen Form, in der Angriffsform, in die X-Raids. Außerdem ist Cresselia heute den letzten Tag da gewesen, was da als nächstes kommt. Man munkelt noch, wird vielleicht auch heute Abend bekannt gegeben. Und nicht nur das, nicht nur Cresselia ist verschwunden, auch Ho-Oh und Lugia sind weg, waren gestern das letzte Mal da. Und wir wollen mal auf Cresselia schauen, was ist das Beste gewesen, was ist das Beste, was ich bekommen habe, das Höchste von den IV, wie viele Cresselia habe ich gemacht, wie viele Lugia habe ich mittlerweile gemacht, wie viele Ho-Oh habe ich gemacht, was habe ich da, wie viele Shinies habe ich bekommen, wie viele Shinies habe ich insgesamt. Alles ein bisschen heute, kleine Infofolge wieder und mal über meine Sachen geschaut. Und wir wollen kurz anfangen mit dem Winter-Event. Denn heute Abend geht es los. Ihr habt alle natürlich hier diese Ingame-Benachrichtigung bekommen. Ab dem 18. Dezember erscheinen wilde Eis-Pokémon mit vermehrter Häufigkeit. Rosana, Sneeble, Quiegel, Schnepke, Seemobs und Schneebedeck, was also neu dann im Spiel ist bis zum 2. Januar. Auch ein Pikachu mit Nikolausmütze ist dabei wieder. Vom 18. bis 2. Januar, immer 22 Uhr natürlich. Also vom 18. Dezember bis zum 2. Januar. Dann Botogil ist auch wieder dabei, natürlich, das darf nicht fehlen an Weihnachten, und in einem anderen Text habe ich auch gelesen, das soll wohl auch in der schillernden Variante verfügbar sein. Da steht hier leider nichts, aber es wäre natürlich denkbar, dass es auch schillernd zurückkommt. Pokémon wie Cossilla, Azurill und Mamfaxo schlüpfen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit aus 7 Kilometer Eiern. Mamfaxo, also das Baby-Pokémon zu Relaxo, wer das nicht kennt, sieht aus wie Mülleimer, muss man sich mal geben. Das Krasseste natürlich, dass sie jeden Tag beim ersten Drehen eines Pokestops eine kostenlose Brutmaschine bekommen, wo ihr einmalig ein Ei mit ausbrüten könnt. Dann gibt es neue Style-Avatar-Tickel im Style-Shop. Ihr könnt euch also im Botogel-Style bekleiden. Und dann gibt es noch spezielle Boni, wie ihr alle wisst. Doppelte Bonbons vom 18. ab 18. Doppelte Menge Sternenstaub für das Fang ab 22. Doppelte Menge Fang-EP ab 26. Und doppelte Brutmaschinengeschwindigkeit ab 30. So, das war's aber dazu. Ich habe nämlich hier noch den anderen Text. Und da steht noch mal ein bisschen was anderes drin. Bla bla bla. Pikachu mit Weihnachtsmütze. Botogel kehrt zurück in die Wildnis und ist erstmals auch in seiner schillernden Form fangbar. Und das wird für viele natürlich auch interessant sein, die sich jetzt über Botogel aufgeregt haben. Aber das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Botogel-Artikel steht alles da, wie in den anderen Artikel auch natürlich. Ihr habt also alle hier die Übersicht, die habt ihr selber, da könnt ihr genau nochmal nachschauen, weil Iswo hat auch schon geschrieben, ey, ich denke, heute gibt's doppelte Bonbons fürs Verschicken. Der hat nämlich 200 Jahre gewartet, bis er sein Zeugs verschickt. Und jetzt steht er da und wundert sich, warum es keine doppelten Bonbons gibt. Aber wie immer, erst ab 22 Uhr startet das Event. Da noch eine kleine Meldung, die reinkam. Aufgepasst, dass die Angriffsform von Deoxys macht X-Raids unsicher. Bisher gab es ja die Normalform, glaube ich. Und nachdem sich Mewtwo ja über ein Jahr im X-Raid gehalten hat, wurde jetzt also schon die Form gewechselt. Und ihr könnt jetzt also die Angriffsform von Deoxys herausfordern. Ab 20. Dezember ist das aktiv, also beim nächsten X-Raid, der stattfindet, sollte dann die nächste Form drin sein. Da freuen sich natürlich auch viele drauf. Die ist ja auch stärker, habe ich gehört. Und jetzt wollen wir mal kurz hier reinschauen in den Pokédex, denn auch Cresselia ist verschwunden. Das war heute auch der letzte Tag. Gehen wir mal auf den Sinnoh, scrollen mal bis runter. Schauen mal hier, Cresselia. Und wir haben sage und schreibe 34 Cresselia gemacht und 34 Cresselia auch gefangen. Eine 100% Fangrate, Fangquote. Sehr schön, habe ich auch noch nicht gehabt. Es war natürlich sehr nervig, weil das immer hin und her ist und so, aber mit ein bisschen Geduld und dem Fangtrick war das eigentlich kein Problem, da einfach fabelhaft zu treffen. Ich habe da natürlich nicht so viele gemacht, weil das Pokémon an sich trotzdem ein bisschen schwach ist und man nicht wirklich was damit machen kann. Deswegen bin ich eher auf Alola Knogger Jagd gegangen, um das als Shiny zu bekommen. Und habe deswegen manche Tage einfach gar kein Cresselia gemacht, und wenn, dann nur den freien Pass an Cresselia, und das war's.
während ich bei anderen Viechern vielleicht 5, 6, 7 am Tag gemacht habe. Aber bei Cresselia war der Ansporn jetzt nicht so hoch. 34. Jetzt schauen wir mal kurz, was das Beste ist. Wir geben es mal kurz ein. Cresselia und nach WP sortiert. Hier haben wir also noch einen Batzen auf der Hand. Ich glaube, ich habe noch alle auf der Hand, die ich gefangen habe. Achso, zwei mit Wetterboost sind natürlich auch dabei. 1974, 1965. Und ihr seht, das Höchste, was ich habe, ist ein 96er mit 1627. 15, 15, 13 bei den Werten. Das könnte man jetzt pushen, könnte es aber auch sein lassen. Genügend Bonbons wären auf jeden Fall vorhanden. Ihr wisst ja, bei Level 20 braucht ihr 248. 254 habe ich, weil ich eben noch einen Double Raid gemacht habe am letzten Tag. Ihr seht, es ist blau hinterlegt, ist ganz frisch von eben. Nochmal danke an Horsty. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen, aber er hat gesagt, komm zum Abschluss nochmal. Haben wir mitgemacht, habe da das 96er noch bekommen. Das ist jetzt also mein Bestes bisher. Werde ich aber, glaube ich, nicht pushen. Vielleicht kommt sie nochmal zurück und dann als Shiny. Und vielleicht kriegt man dann irgendwann mal einen 100er oder man nimmt mal einen Shiny oder irgendwas. Aber da habe ich jetzt eigentlich nicht so den Anreiz bis jetzt bei Cresselia gefunden. Dann schauen wir mal kurz auf Lugia, weil Lugia kam ja auch zurück. Da seht ihr schon einen deutlichen Unterschied. 105 gesehen. 52 gefangen. Oh mein Gott. Da habe ich den Fangtrick also nie angewendet. Da habe ich einfach immer nur gecurved, geworfen. Einfach immer drauf. Meistens daneben, manchmal getroffen. Die letzten, die jetzt zurückkamen, hatte ich ein bisschen mehr Geduld, habe viele eingetötet. Aber ganz am Anfang, da war ich so ungeduldig und das hat mich so genervt, dass das immer hin und her geflogen ist. Aber gut, es ist auch schon zum dritten Mal, glaube ich, jetzt da gewesen. Und beim dritten Mal trotzdem 105, ja, das haut ja ungefähr hin, wenn ihr Cresselia habt mit 34 und das mal 3, kommt ihr fast auch auf dieselbe Zahl. Boah. Obwohl man dazu sagen muss, Lugia war nicht so lange da, wenn Lugia, das war ja immer nur so 2 Wochen da, dann mal wieder 2 Wochen, jetzt ein Wochenende. Ihr habt das ja nie einen ganzen Monat gehabt, wie bei den neuen Raid-Bossen, die jetzt immer kommen. Aber da 105 gesehen, 52 gefangen, ist richtig schlecht die Quote. Shiny haben wir natürlich auch bekommen, da wollen wir jetzt auch mal nachgucken, was unser Bestes Lugia ist und wie viele Shinies wir dabei haben. Lugia, und ihr seht, ist schon geordnet, da habe ich noch ein paar aufgehoben und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Shinies, eins sogar mit 15, 11, 15, 21, 15 wäre dann natürlich der beste Wert, ein 100er. Und da auch mit 21, 9, ein 96%iges, was hier die meisten WP hat, die besten Werte. Und bis jetzt habe ich auch noch kein Lugia hochgezogen, könnte man aber auch mal machen, das kommt ja auch so auf die 3600, glaube ich. Aber schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr hochziehen? Das normale 96er, was jetzt 21,9 hat, oder vielleicht das Shiny mit 21,2 und 15, 11, 15, weil wenn, dann würde ich eh nur eins hochziehen. Und die Werte sind ja jetzt nicht so groß, unterschiedlich, so weit auseinander. Würdet ihr das normale 96er hochziehen oder würdet ihr das Shiny hochziehen? Würdet ihr überhaupt ein Lugia hochziehen oder habt ihr schon eins hochgezogen? Schreibt's rein, ich bin gespannt und wir wollen uns natürlich auch noch Ho-Oh angucken. Gehen wir wieder hier drauf, tippen mal auf Ho-Oh. Das sehen wir, 123 gesehen, also die meisten bisher von diesen drei Sachen, von Cresselia, Lugia und Ho-Oh, und 70 gefangen, also auch eine viel bessere Quote als bei Lugia. Natürlich haben wir auch ein Shiny und ihr seht natürlich auch, der Hintergrund ist anders, denn wir haben auch ein Lucky Ho-Oh bekommen. Aber was genau, schauen wir uns jetzt nochmal an. Dann gehen wir wieder hier rein in unseren Beutel. Schauen wir bei Ho-Oh. Ich schreibe das mal direkt so, nicht dass da die Würmer angezeigt werden, also die Hornlius. So, und nach WP sortiert haben wir hier also 1, 2, 3, ja, 3 Shiny Ho-Oh. Das ist eine gute Sache und hier ist das Lucky Ho-Oh dabei. Das ist aber getauscht von Ivar Mild, am 6.6. gefangen und am 29.8. getauscht. Richtig coole Sache natürlich, sieht gut aus, der Hintergrund passt auch zur Farbe von Ho-Oh selber. Und ich habe noch etliche aufgehoben und ihr seht hier oben schon, da ist ein 98er, das ist auch hochgezogen auf 3855.
wurde am 10.12.2017 gefangen, also beim ersten Mal, als das Teil da war. Und ich habe sogar hier noch einen 98er. Am 19.05.2018 gefangen. Das war dann, als das Teil das zweite Mal da war. Ich habe also in der ersten Welle einen 98er bekommen, in der zweiten Welle einen 98er bekommen, auch mit 15 Angriff, sehr schön. Dazwischen haben wir hier noch ein wettergeboostetes mit 2687, auch damals in der zweiten Welle gefangen. Und diesmal aber wahrscheinlich kein gutes großartig dabei, denn das 96er ist von... auch von 2017, auch von der ersten Welle, 10.12. Können wir kurz schauen, 15.12., 7.6., 15.12. Ach so, wir sind ja jetzt, da steht ja 2018 dahinter. Nee, okay, also die besten immer noch von damals, 2.98er. Da auch natürlich die Frage, würdet ihr dann noch ein 98er hochziehen oder reicht euch ein Ho-Oh? Habt ihr schon ein Ho-Oh hochgezogen? Und vor allem, was habt ihr dem für Attacken gegeben? Das hier hat Sondersensor Feuersturm, warum auch immer. Ich glaube, bei dem Teil würde ich natürlich lieber Solarstrahl machen, denn das überrascht die Leute mehr. Obwohl Feuersturm natürlich vom selben Typ ist und da wieder Step bekommt, also Same Type Attack Bonus. Wem das was sagt, wer sich da auskennt. Aber ich sehe, ich habe da eh nicht genügend Bonbons, nur 96. Aber wir haben ja noch 411 Sonderbonbons. Da könnten wir also jedes beliebige Ding hochziehen, was wir möchten. Die Itembox ist auch schon wieder voll mit 2000 von 2000. Deswegen würde ich sagen, war's das an der Stelle. Wir tippen nochmal drauf, da freut sich's nochmal. Und schreibt's also mal rein. Was ist eure Meinung? Wie fandet ihr Cresselia? Wie fandet ihr die Rückkehr der Vögel? Habt ihr Shinies bekommen? Wie viele Shiny Lugia habt ihr bekommen? Wie viele Shiny Ho-Oh? Wie ist eure Fangrate? Habt ihr ein Lugia hochgezogen? Habt ihr ein Ho-Oh hochgezogen? Würdet ihr Cresselia hochziehen natürlich? Die Frage der Fragen. Aber das war's von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Weihnachtsevent. Heute Abend 22 Uhr geht's also los. Und bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.